wir werden 29 Jahre der Schweiz gestohlen und haben eigentlich einiges erreicht, sogar Staatsmeistertitel haben wir errungen bei den Senioren. Im Mixed sind wir Zweiter geworden von Österreich und spielen Sommer und Wende in der höchsten Klasse in der Steiermark und haben heuer im Winter den dritten Platz gemacht. Also wir sind sehr zufrieden und natürlich sind wir am meisten zufrieden, dass wir wieder eine eigene Stockanlage haben mit drei Bahnen, wo wir uns keiner wieder entfalten, was wir früher nicht gehabt haben. Vor 30 Jahren, 40 Jahren ist man über Wasser gestanden. Gell? Und damals, da war ich so 7, 8 Jahre, habe ich gedacht, da war toll, ein Teich machen und so wie eine Freizeitanlage. Ne? Und mit 30 Jahren habe ich mich entschlossen, haben wir das gemacht. Und wenn man sieht, das kommt sehr gut an. Ja, der Pfarrer, meine, hat das sozusagen das eine Training und das der Pfarrer. Es werden hier die Termine abgesprochen und natürlich gibt es sehr viele Koordinierungsaufgaben. Die Arbeit geschieht in den Ausschüssen, einen Sozialausschuss, einen Liturgieausschuss, einen Festausschuss, eine Fischerei und so weiter. Und natürlich eines der Zentren ist die Liturgie und die soziale Arbeit in unserer Pfarre. Und ich sage, es ist für das soziale Leben des Dorfes wichtig, dass es Orte und Ereignisse gibt, wo alle auf einer Ebene sind und alle in die gleiche Richtung schauen. Und das ist das Fest zum Beispiel beim Sonntag ganz besonders. Generell unterrichten wir an unserer Musikschule alle Instrumente. Also wir haben von den Tasteninstrumenten, Saiteninstrumenten, Zupfinstrumente, Schlaginstrumente, eigentlich die ganze Palette im Angebot. Was bei uns ganz speziell ist, wir haben die Mandoline als einzige Musikschule in der Steiermark. Eigentlich auch in Österreich findet man nur in Wien die Mandoline im Unterrichtsbündel. Und ja, wir haben derzeit 23 Schüler und die werden von 21 Lehrerinnen und Lehrern unterrichtet. Der Musikverein gibt es seit 62 Jahren, ist damals von 5 Liebhochern gegründet worden. Und bis heute halt mit sehr viel Jugend aufgebaut worden und immer wieder gut gefühlt worden, dass wir halt heute eine tolle Kapelle sind. Unsere wichtigsten Werte sind Nachhaltigkeit, Fairness, Handarbeit und Sachen aus der Region. Weg von dieser großen Produktionsschiene, von Importen aus dem Ausland, sondern wirklich wieder an unsere Wurzeln zurückkehren und diese Sachen hier anbieten. Und wir haben eine wunderbare Resonanz und ganz, ganz viele Künstler, deswegen auch die große Ausstellung. Der Tag der Sonne ist eine europaweite Veranstaltung, die jedes Jahr ungefähr zum gleichen Zeitpunkt stattfindet und in der ganz viele Gemeinden und Organisationen in ganz Europa Umweltschutzmaßnahmen setzen. Wir haben schon einiges an Tradition am Buckel zusammen und versuchen dieser Tradition gerecht zu werden und singen daher auch sehr viele Volkslieder, was also hier in die Gegend gehört, was man auch von uns erwartet. Aber Nimok-Vokal ist natürlich auch ein Chor, der in verschiedenen anderen Sparten zu Hause ist, musikalisch. Ich wollte selber immer Theater spielen und es hat sich aber die Gelegenheit nicht ergeben, durch meinen Beruf, durch meine Lehre. Und dann habe ich meinen Mann kennengelernt und bin den hier hergezogen auf dem Hof und habe mir gedacht, das Basel da hätten wir Platz. Zu einer Theatergruppe bin ich irgendwie nicht schnell gekommen und habe gedacht, okay, dann probieren wir das selber. Und haben wirklich 8 Spieler zusammengebracht und ein Jahr drauf haben wir schon gespielt. Ja, ich hoffe, mich stelle eine große Rolle in der Gemeinde. Wir sind ja nicht nur für den Brand zuständig, sondern es gibt sehr viele technische Einsätze. Inzwischen haben wir die technischen Einsätze, die Marketing-Einsätze überholt, aber wir kommen auch bei Hilfeleistungen und wenn man uns sonst auch noch braucht, kann man uns anrufen. Was eigentlich gesagt hat, die Events gibt es überall, wir starten unsere Freizeit miteinander. Und verschieden, die ganze große Gruppe ist ein Teil, ist der Tischen ausgelegt, da war es einmal Sportgerät mit Radfahren und Wandern, und das war alle gemeinsam oben, sind natürlich die Ausflüge. Wir haben in den letzten Jahren nur Fußball gespielt und ein bisschen Laufen gemacht und die Idee war, im Ort, also in der Umgebung, möglichst viele Sportarten zu institutionalisieren, zu festigen, damit die jungen Leute und auch die Erwachsenen auch als sportlich mit weiterhin Tischtennis, Judo zu Hause vor eigener Tür machen können. Der Sportverein Schwarz-Weiß-Leverkusen, wie schon bekannt ist, über die Gemeindegrenzen hinaus hat natürlich das Problem, dass wir die Sportplatznutzung nicht cool ausnutzen dürfen, dass wir jetzt Spieltage haben und dass wir da halt natürlich mit der Jugend mal klären, was wir sagen und die Kampfmannschaft sehr beschränkt ist und viele Spiele zu Hause nicht gespielt werden dürfen. Und um den Bürgermeister und die Gemeinderäte ein bisschen Anstoß zu geben, dass sie uns halt mithilft mit der Bitte, dass wir da was machen könnten für die Jugend und alles. Wir
Wir haben unseren Schwerpunkt im Schriftsprachenerwerb. Wir arbeiten nach den neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Meine Lehrer sind auch toll ausgebildet und fortgebildet. Und die Kinder dürfen von Anfang an das schreiben, was sie können. Wir haben auch einen sanften Einstieg. Also Schule von gestern ist nicht mehr Schule von heute. Zum Glück für die Kinder. Ja, der Pensionistenverband hat schon wichtig, ja, auch nicht nur festzufeiern, sondern auch Soziales abzufedern. Wir versuchen auch steuermäßig Informationen zu machen, also in allen Belangen, auch gesundheitlich. Und wir haben Kegelpartien, wir haben Verschiedenes, also im Gesundheitsbereich, das wir auch anbieten, Clubs natürlich haben, wo es Karten oben gibt. Und also alles, was mich und die so aufregend kann, für die Senioren. Der Applaus gibt natürlich all den Vereinen. Warum habe ich diese Filme produzieren lassen? Warum habe ich das so beeindruckend gemacht?